Seit 3 Monaten fahre ich jetzt mit einer Direct Drive Wheelbase und ich möchte euch heute ein bisschen meine Gedanken dazu verraten. Und wenn du wissen willst, ob Direct Drive etwas für dich ist, dann bleib dran. Servus bei der neuen Folge im 42 Sim Studio. Als ich mir vor über 3 Monaten meine Direct Drive Wheelbase und ein neues Lenkrad geholt habe, da gab es erstmal ein Unpacking und Worte zum ersten Eindruck. Das erste Mal mit einem Direct Drive Wheel fahren, das war schon wirklich heftig für mich. Aber heute habe ich das Ganze schon ein bisschen länger probiert und länger gefahren und kann dementsprechend ein bisschen sachlicher drüber sprechen. Eine Direct Drive Wheelbase, das ist ja das Upgrade für den Simulator schlechthin, vor allem was den Preis betrifft. Und viele, die sich das überlegen und auf den Preis schauen, denen ja, wird erstmal ein bisschen schwindelig. Und dementsprechend stellen sich natürlich viele zu Recht die Frage, macht Direct Drive überhaupt Sinn für mich? Um diese Frage so schnell wie möglich zu beantworten, müssen wir im Endeffekt nur 2 Sachen anschauen. Und zwar das Thema Performance und das Thema Fahrspaß und natürlich dann auch, wie viel ist mir das eine bzw. das andere wichtig. So gibt es natürlich Leute, die sagen, ich will einfach nur richtig schnell sein, richtig gut sein. Es soll gar keinen Spaß machen. Natürlich macht es dann auch Spaß, aber da ist einfach die Performance im Vordergrund. Wenn man vielleicht sagt, okay, eine VR-Brille wäre zum Beispiel noch mehr Fahrerlebnis, weil es natürlich krass ist von der Immersion, aber vielleicht ist man ja dazu gedrängt, drunter zu schwitzen oder man ist dann nicht so performant, also fährt man nicht damit. Wo andere Leute vielleicht sagen, mir geht es ums Fahrerlebnis, ich fahre eben lieber mit einer VR-Brille, auch wenn ich vielleicht ein bisschen langsamer bin, weil ich ja vielleicht nicht so gut damit zurechtkomme oder wie auch immer. Heißt jetzt aber nicht, dass man mit VR-Brillen nicht schnell sein kann. Das ist jetzt nur ein Beispiel, vielleicht schlechtes. Aber zurück zum Equipment. Wenn man Performance rausbringen will aus einem Simulator, dann ist der erste Schritt natürlich immer zur Load-Cell-Bremse. Weil mit einer guten Bremse, mit einer Load-Cell-Bremse, wo man mit der Kraft quasi des Beines oder des Fußes, die in die Bremse steuert und nicht mit dem Weg, da holt man wirklich, wirklich viel raus. Ob deswegen viel mehr Fahrspaß am Start ist, ja, das kommt dann drauf an. Vielleicht gerade bei den guten Pedal, wo es auch eine coole Kupplung gibt, die so ein bisschen Kupplungsdruckpunkt hat, da vielleicht. Aber sonst finde ich persönlich, ist Fahrspaß vor allem vom Lenkrad abhängig, weil natürlich uns das Lenkrad das Feedback gibt. Aus diesem Grund braucht man, nur um das auch gesagt zu haben, nochmal schnell, brauchen wir unbedingt ein Force-Feedback-Lenkrad. Ja, also bitte, wenn du vielleicht noch gar nicht so richtig drin bist in dem Thema Simracing und dich fragst, ja, wo geht's hin, niemals ein Lenkrad ohne Force-Feedback kaufen, ist lieber, man fährt einfach gar nicht, weil das bringt einfach nix, lieber noch ein bisschen länger sparen. Force-Feedback ist einfach der Schlüssel zum coolen Simracing-Erlebnis. Wenn wir dann also mal so ein Force-Feedback-Lenkrad haben und damit fahren, dann merkt man schon, wie cool es eigentlich ist, ja, wie viel Feedback da kommt. Gerade ich sage jetzt mal, das erste Mal, wenn man damit fährt, merkt man das so beim Übersteuern, wenn man ein Auto hat, was ein bisschen quer geht hinten, dann spürt man das sofort am Lenkrad und man merkt, okay, man kann das Auto steuern so richtig und spürt was. Das ist richtig, richtig cool. Da kommt der Fahrspaß her und da haben grundsätzlich Standard-Lenkräder eigentlich schon was zu bieten, was wirklich, wirklich gut ist. Aber was hat jetzt ein Direct-Drive-Wheel an sich, was es rechtfertigt, dann doch nochmal diesen Preissprung zu machen, weil Direct-Drive-Wheel-Basen kosten normalerweise, ja, oder kosten schon so teilweise 4-stellige Beträge. Natürlich, eine Direct-Drive-Wheelbase, die hat ein viel höheres Drehmoment, ja, deswegen ist quasi das Lenken kann viel, viel schwerer dargestellt werden, was natürlich diese Lenkkräfte in einem Auto wirklich gut darstellen kann, auch vor allem abhängig von verschiedenen Autos. Das Wichtigste ist allerdings die Signalverarbeitung, so kann nämlich mit einem Direct-Drive-Wheel und der Software dazu viel mehr wiedergegeben werden, viel mehr, was die Simulation macht, wird quasi in den Direct Drive Wheels das sozusagen verarbeitet und kann eben an den Fahrer weitergeben werden. Jede noch so kleine Bodenwelle oder Curb oder ja auch ganz, ganz minimale Bewegungen im Auto werden sofort an das Lenkrad weitergeleitet und das macht natürlich das Feeling noch viel, viel besser. Dadurch, dass bei einem Direct Drive Wheel, und da kommt ja auch der Name her, das Lenkrad direkt auf der Motorwelle fixiert ist und nicht irgendwie noch Riemen oder vielleicht über Zahnräder die Sachen umgeleitet werden, hat man natürlich keine Verluste und hat natürlich auch dadurch noch ein viel direkteres Gefühl und ein viel unverzerrteres Gefühl und dadurch halt ja, einfach ein viel besseres Gefühl. Das hohe Drehmoment des Motors in so einer Direct Drive Wheelbase hilft vor allem dann, das Lenkrad schnell zu beschleunigen. Das heißt, es geht gar nicht so darum, das Force Feedback komplett raufzudrehen, sodass man das Lenkrad immer festhalten kann. Also ich persönlich fahre so minus 50, minus 75% von dem, was das Lenkrad wirklich an maximaler Kraft kann, weil zu viel ist mir einfach zu anstrengend und sehr ist auch kein Vorteil dahinter. Wichtig ist einfach, dass diese Kräfte schnell kommen, ja, dass dieses
bisschen Bewegung, das kommt sofort ans Lenkrad, ja, wo man vielleicht bei einem Riementrieb oder etwas älterem Modell schon noch ein bisschen Leergang vielleicht sogar hat oder wie auch immer, so ein bisschen das Gefühl hat, ja, so ganz direkt genau ist es nicht. Ja. So ist es bei dem Direct Drive, wie wenn du im richtigen Auto sitzt. Jede noch, wenn du über dem Körper fährst, gibt es einen Schlag oder was auch immer, das kommt sofort an im Lenkrad und dadurch hast du natürlich die Möglichkeit, die Strecke noch viel besser zu lesen, zu wissen, okay, da macht es nicht Sinn zu fahren, weil da ist es viel zu uneben. Das spürt man in einem anderen von einer anderen Wheelbase vielleicht gar nicht. Der fährt da immer drüber und weiß eigentlich gar nicht, warum man ständig Grip verliert. Aber da spürt man auch so richtig, okay, da macht es Sinn zu fahren, da nicht. Also das kommt einfach durch die gute Signalverarbeitung in der Wheelbase besser raus. Aus persönlicher Erfahrung, jetzt nach über 3 Monaten, wo ich diese Wheelbase verwende, muss ich sagen, nie wieder ohne. Ich musste mich natürlich am Anfang extrem umstellen, das war klar, da war ich sogar zuerst ein bisschen langsamer, aber dann war ich direkt mal eine halbe Sekunde schneller. Aber das ist eigentlich gar nicht das große Thema, ja? Diese halbe Sekunde, ich meine, ist auch viel und das, ich sage jetzt mal, wenn Leute wirklich, wirklich gut sind mit so einer älteren Wheelbase oder schlechteren Wheelbase, dann holen sich die vielleicht gar keine Zeit mehr über die Direct Drive Wheelbase. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das immer schwierig mit der kleinen Wheelbase von Thrustmaster damals, wirklich das Feedback zu kriegen, was ich gern hätte. Das liegt natürlich auch daran, dass ich halt das echte Rennen fahren kann. Aber um jetzt auf den Punkt zu kommen, das, was ich ganz klar als Vorteil sehe, ist das Thema Konstanz. Weil ich habe mit der Thrustmaster Wheelbase, die ist ja auch mit dem Riemen getrieben, mit der konnte ich schon auch sehr schnelle Zeiten fahren, auch wirklich richtig gute Qualis, aber ich konnte im Rennen diese Zeiten nie reproduzieren und musste da wirklich immer so viel runtergehen, dass ich wirklich safe bin, weil das Thema war, ich bin echt oft abgeflogen, wenn ich wirklich schnell fahren wollte, wo ich jetzt mit dem Direct Drive Wheel einfach wirklich eigentlich die gleiche Pace im Rennen wie auch im Quali gehen kann, weil ich einfach merke, okay, ich kann das Auto viel besser auf dem Limit bewegen, weil ich viel mehr spüre und ich bin quasi schneller und sicherer. Sollte sich jetzt also mit diesem Blick auf Fahrspaß oder Performance aus auf Direct Drive upzugraden, wenn man jetzt auf Performance geht, muss man sich in meinen Augen zuerst mal Low-Cell-Pedale holen. Das ist so das Wichtigste. Die machen mal den riesen Sprung aus. Das ist so die Basis in meinen Augen. Und dann, wenn man natürlich da noch Budget hat und noch weitergehen will, dann ist natürlich ein Direct-Drive-Wheelbase schon sehr zu empfehlen. Zum Thema Fahrspaß muss ich ganz ehrlich sagen, es muss einem natürlich das wert sein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich diese Direct-Drive-Wheelbase habe, macht das so viel mehr Spaß am Simulator. Ich habe damals, ich habe das Video vielleicht gesehen, ich bin umgestiegen und es war sofort so, boah, was geht jetzt ab? Boah! Und muss dann ganz klar sagen, das macht so viel mehr Spaß, das mit der Direct Drive Wheelbase zu fahren, weil sich einfach so viel realistischer anfühlt. Also ja, das ist einfach echt krass und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, jeder, der sagt, okay, er kann sich das wirklich erleichtern, dann empfehle ich einem wirklich, da dieses Lenkrad, so Direct Drive zu holen, weil es ist einfach echt ein Hammergefühl. Zum Lenkrad möchte ich auch nur ganz kurz was sagen. Es ist wirklich, wirklich super gut. Knöpfe sind genug vorhanden. Die Steifigkeit passt extrem gut. Also da bin ich wirklich extrem happy. Und was halt neben den ganzen Knöpfen und so weiter wirklich cool ist, ist das Dual-Clutch-System. Für jeden, der sich fragt, Dual-Clutch-System, was soll es eigentlich sein? Das ist im Endeffekt, habe ich 2 Wippen für die Kupplung am Lenkrad und kann im Endeffekt über bei einer Wippe den Bitepoint einstellen und sozusagen, wenn ich die eine loslasse und die andere noch gedrückt halte, dann geht die Kupplung nur so weit, bis eben der Bitepoint kommt. Das heißt, am stehenden Start, jetzt Cup oder Porsche Cup oder die ganzen Formel-Serien, da fährt man quasi los am Start, lässt die erste Kupplung schnalzen und das Auto ist genau am Kupplungsdruckpunkt, genau am Bitepoint und das Auto zieht schön weg und nach ein paar Metern kann ich dann die zweite Kupplung langsam loslassen und habe natürlich einen super guten Start und das ist natürlich extremer Vorteil bei stehenden Starts. Also wenn man mehr so stehende Starts fahren will, dann macht so ein Lenkrad mit so einem Dual-Clutch-System mega viel Sinn. Über das Drehrad hier links unten stelle ich quasi den Bitepoint ein. Das heißt, in der Boxengasse schaue ich einfach, okay, wann fängt das Auto an wegzurollen, suche mir da einen guten Punkt raus, muss es ein paar Mal probieren natürlich und so habe ich natürlich super gute stehende Starts. Übrigens war Q-Controls auch wirklich nice, haben wir extrem schnell Kundensupport gegeben, weil ich nämlich Probleme hatte mit dem Schalten, habe denen die angeschrieben, das ging wirklich, wirklich fix. Schlussendlich war es dann aber gar kein Problem mit dem Lenkrad, sondern es war schlussendlich ein Problem mit den USB-Ports. Sie hat einfach zu viele USB-Hubs angesteckt und so weiter. Also da müsst ihr einfach abschauen, wenn es zu viel wird, dann könnte das problematisch sein. Ja, und das war's aber soweit schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du das erste Mal dabei bist, lass gerne ein Abo da, um den Kanal zu unterstützen. Und sonst natürlich auch gerne ein Like unter dem Video und kommentiert das Ganze. Sagt, ja, wie es euch so geht. Habt ihr Direct Drive? Seid ihr am Überlegen? Also tauscht euch gerne aus in den Kommentaren. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge im Fall to Sim Studio wiedersehen.
Mach's gut, viel Spaß beim Simracing, bleib gesund, bis bald. Ciao.